weiter, das ist schön. Und somit dürfen wir das älteste Modell dieser Classic-Ausfahrt begrüßen, meine Damen und Herren. Einen donnernden Applaus für dieses wunderschöne Model E. Ist das nicht schön? Ja, also Baujahr 1928, meine Damen und Herren. Ein in Serie gefertigtes Auto, was die Automobilbranche zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Und somit hat man angefangen, ne? Man hat mit dem Model T angefangen, den hat man 15 Jahre gebaut und dann kam ihr an die Reihe mit dem Baujahr 1928, wunderschönes Fahrzeug. Ich glaube, der ist sogar noch besser, als er vom Band gerollt ist, vom Lacke, würde ich sagen. Pilotiert wird dieses Gefährt von Detlef Larisch und Nadine Wertschulte. Die sitzen, ne, ist nicht richtig, steht hier. Ja, als Beifahrer. Ja, ich meine, dass du nicht Nadine bist, das hätte ich mir fast gedacht. Aber vielleicht hat dann Nadine auch einfach den Platz gewechselt. Nein, hat sie nicht. Nadine, fühlst du dich wohl da hinten drin? Ja, das ist doch ein bisschen gelogen, ne? Also vom Kopf vorher würde ich sagen, eine Holzbank und dann zwei Federn unten drunter und dann geht's los. Aber da hat man auch noch nicht so viel Wert darauf gelegt, ob es den Leuten da hinten gut geht. Man wollte ja vorwärts kommen, ja? Und wenn man jetzt mal überlegt, was vorher so eine Kutsche ausgemacht hat, da war das schon Luxus, ne? Also, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gefährt hier, meine Damen und Herren. Ihr dürft dann aber gerne applaudieren. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, genau. Nochmal hupen. Ach, das ist ein bisschen Wolkens-Feeling, ne? Kennen nicht alle, aber ein paar kennen die Wolkens. Mit der Startnummer 25 darf ich nun begrüßen den Citroen 2CV 6 Klapp. Baujahr 86 mit unglaublichen 28 PS und 597 Kubik, meine Damen und Herren. Helmut Bertsch, Sebastian Bertsch mit Vanessa Bertsch, eine Familienkombo, wie es schöner nicht sein kann. Ja, die klassische ziemlich rhythmische Kupplung sind die früher über den Brenner gefahren mit diesem Gefährt tatsächlich auch angekommen. Man soll es nicht glauben, mit 28 PS. Das Fahrzeug war ein Hochzeitsgeschenk an die Ehefrau des Hamburger Architekten, sehe ich gerade. Dort war es über 30 Jahre in erster Hand. Der heutige Fahrer bekam die Ente zum Abitur geschenkt. Ich habe gedacht, der Fahrer, da wär's ja noch älter. Da wäre 86 schon belobt, ne? Also, das Fahrzeug hat eine seltene weiße Farbgebung und besitzt als Sonderausstattung rote Ledersitze. Das war nicht immer so. Wenn man Glück hatte, hat man einigermaßen vernünftigen Stoff drauf gehabt, der 10 Jahre gehalten hat, bis die Feder gesagt haben, ich bin jetzt hier derjenige Mensch, der das Tageslicht sehen will. Somit habt ihr auf jeden Fall ein bisschen länger was davon, vernünftig zu sitzen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Ja, Daumen nach oben. Also Lächeln sagt mehr als 1000 Worte. Vielen Dank. So, der nächste VW Typ 1 1200er. Und zwar vom Baujahr 1959, 34 PS und 1192 Kubik. Originalzustand 6V. Winker. Können wir den Winker mal sehen? Können wir den Winker mal sehen? Also nicht den linken, den können unsere Jury ja nicht sehen, aber vielleicht können wir den rechten mal rausholen. Nein? Ach, schade. Faltdach, Standardausführung, teilrestauriert, dafür steht er sehr gut da. Das Fahrzeug wurde vor 6 Jahren verkauft. Im Frühjahr fand das Team das Fahrzeug zufällig im Internet zum Kauf angeboten. Dann hat man wieder zurückgeholt. Sehr schön. Der Sohnemann freut sich schon, glaube ich, ne? Ist das irgendwann deiner? Ja, aber guckt auf jeden Fall. Also, Stefan Kümmel pilotiert dieses schöne Gefährt. Ich denke, das ist ein Sohnemann oder Neffe, Onkel, Tante, keine Ahnung. Bist du sicher, dass dieses Gefährt dir überhaupt mal gehört wird? Da wirst du viel polieren müssen, mein Lieber, das ist dir klar, ne? Okay, ihr habt auch viel Spaß gehabt? Super. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Auch einen dicken Applaus nochmal für diesen schönen VW. Mit der Startnummer 35, Fiat 850 Sport Spider. Baujahr 1971. Offener kann man ja wohl nicht mehr fahren, ne? Holz hat man Überrollbügel und all so ein Schnickschnack, und da sitzt man erstens auf der Erde und zweitens hat man so einen fantastischen Ausblick aus diesem schönen Spider. Unglaublich. Olaf Engmann und Claudia Seppi sitzen hier in diesem Fahrzeug. Der Fiat 850 Sport Spider wurde im März 1965 in Genf vorgestellt und bis 1973 gebaut. Letzter Listenpreis 1972 war unglaubliche 7.800 Mark. 7.800 Mark. Also wenn ich mir heute überlege, wenn ich einen vernünftigen BMW habe, ne? Und also einen schnittigen, richtig, mit schönen Pellen drauf, da kriege ich vielleicht einen Satz Felgen für 3.988 Euro. Da wird es aber mit den Pneus schon ein bisschen eng. Also, unfassbar. 124.000 wurden von diesem schönen Gefährt hergestellt und ca. 350 Fahrzeuge sind in Deutschland noch zugelassen. Und einer steht hier, meine Damen und Herren. Und jetzt dürfen Sie nochmal applaudieren. Vielen lieben Dank. Startnummer 23, meine Damen und Herren. Das werden Sie auch noch nicht so oft gesehen haben, dieses Gefährt. Ein Honda S800 als Cabriolet. Baujahr 1970 mit 67 PS und 786 Kubik. Peter Joost und Silvia Rendel sitzen hier in diesem Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug ist 4 Jahre nach Herstellung in den Besitz gekommen von euch, ne? Wenn ich das hier richtig lese. Wurde komplett neu aufgebaut und erneuert. Der Fahrzeugrahmen, Achsteilung, Bremse und Motor komplett neu überholt. Sonst steckt dieses Fahrzeug wahrscheinlich heute nicht mehr hier, sondern würde ja wahrscheinlich in der Schrottpresse gelandet sein. Da muss man sich schon sehr, sehr viel Mühe geben, um so ein Chassis neu aufzubauen. Also, ich hoffe, ihr hattet auch einen tollen Tag. Ja, also Wetter hat mitgespielt, der Wettergold war toll und ich hoffe, das bleibt auch noch heute ganz, ganz lange so. Nein, es gibt kein Regen, du brauchst nicht nach oben zu zeigen. Es wird heute sowas von trocken bleiben. Vielen lieben Dank, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, nochmal einen dicken Applaus an diesen tollen Honda S800. Jawohl!